So, jetzt stehe ich hier vor einem Stand, auf dem ganz oft das Wort Tank aufgedruckt auf super geilen Covern zu sehen ist. Hallo, ich bin der Andi, wer bist denn du? Ich bin der Sebastian Drevniuk und ich bin der Macher von Tank. Das ist so ein Endzeit-Comic, den ich mache. Tank, ein Endzeit-Comic, den du machst. Das heißt, du publizierst den auch selbst oder gibt es einen Verlag im Hintergrund? Nein, ich publiziere den selbst. Das ist über meine Webseite, die heißt sdcomics.com. Und dort veröffentliche ich das auch als Webcomic. Das heißt, man kann kostenlos reinlesen, aber sich auch dann die gedruckte Form kaufen. Also das heißt, also ein Webcomic, der auch dem, also reinlesen ist eine Leseprobe, die man sich da quasi dann mitnehmen kann, auch online. Nee, man kann richtig komplett lesen. Also du kannst den ganzen Comic dort lesen, kostenfrei. Ja, das ist ja schon mal geil. Wir haben jetzt hier, also Endzeit-Comic, sagst du, wie bist du denn jetzt an das Medium Comic selbst rangekommen? Hast du wie lange bist du eigentlich schon dabei? Ach so, also an das Medium Comic seit der Kindheit natürlich. Da bin ich einfach süchtig seit klein an. Irgendwann war es soweit, ich wollte einen Comic machen. Und dann hat man halt Ideen, die man sich über die Zeit angesammelt hat und sucht eine von denen aus und legt los. Ich sehe auch schon stolze 3 Ausgaben vor uns liegen. Ja. Das ist eine fortlaufende Geschichte oder sind das One-Shots? Das ist eine fortlaufende Geschichte. Die erste größere Geschichte ist auf ca. 5-6 Bände angelegt. 3 sind fertig, 4. kommt Ende des Sommers raus. Also ein klassischer Story-Arc, so aus 6 US-Heften im Schnitt. Wie lang ist bei dir ein Heft? 24 Seiten, beziehungsweise das erste 22. Das ist die normale Seitenlänge. Also. Ja, cool. Und wie sind so deine ersten Eindrücke jetzt von der German Comic Con? Wir sind auch das erste Mal hier in Frankfurt, hier haben wir eine Con in dieser Größenordnung beglückt worden. Haben hier ganz unterschiedliche auch Gäste, auch ganz unterschiedliche Angebote, seien Stars, auch Comic-Künstler oder auch diese ominösen Influencer, von denen keiner weiß, was es eigentlich genau ist. Wie sind so deine ersten Eindrücke? Es ist kleiner als die anderen, glaube ich. Die anderen German Comic Cons waren ein bisschen größer, glaube ich. Viel gesehen habe ich aber ehrlich gesagt nicht außer meinem Stand, daher kann ich nicht dir allzu viel erzählen. So. Aber ich sehe, dass viel Merch da ist, bisschen weniger Künstler als sonst, aber es füllt sich langsam und ja, wird voll. Okay, also du bist zufrieden. Genau, dann danke ich dir für deine Zeit und würde mich nochmal freuen, wenn du uns nochmal sagst, so wie dir auf Facebook und online, wie direkt diese URL, die Internetseite heißt, wo man dir am besten folgen kann. Also meine Webseite ist sdcomics.com, einfach zusammengeschrieben. Auf Facebook findet ihr mich unter Sebastian Drevniuk, genauso wie auf Twitter und Instagram. Also einfach meinen Vornamen, Nachnamen hintereinander schreiben, dann habt ihr mich. Kommt alles in die Shownotes, da braucht man einfach nur draufklicken und dann findet man das ganz sicher. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ja, ciao.